Was kann man in Indien finden? Fahr nach Indien, dort wirst du bestimmt was finden. Das war die Devise der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs waren zumindest äußerlich überwunden. Vor allem die damals junge Generation hatte plötzlich Zeit zum Nachdenken und zum Suchen. Und was fanden sie dort? Zum Beispiel das Wissen um die Reinkarnation der Seele. Und das Karma-Gesetz, das Gesetz von Saat und Ernte. Doch warum mussten sie dafür so weit reisen? Warum haben sie das nicht zu Hause gefunden, etwa in Europa? Denn Karma und Reinkarnation gehören doch zum Grundwissen der Menschheit. Und auch die frühen Christen wussten darum. Was der Mensch sät, das wird er ernten, steht zum Beispiel auch in den kirchlichen Bibeln schwarz auf weiß. Nur nimmt es kaum jemand ernst. Und die Pfarrer und Priester hüten sich, darüber zu sprechen. Sonst könnten ja auch ihre Missetaten und deren Folgen zum Thema werden. Auch die Reinkarnation war urchristliche Lehre. Doch im 6. Jahrhundert wurde das Wissen darum von Kaiser Justinian auf einem Konzil in Konstantinopel de facto verboten, unter Androhung der ewigen Verdammnis. Das hatte für die abendländische Geistesgeschichte bis heute fatale Folgen, zum Beispiel für die Pädagogik. Wer glaubt, dass jedes Kind als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt, der meint dann auch, er könne dieses Blatt ganz nach Belieben neu beschreiben. Notfalls auch mit Druck und Zwang. Man nennt das dann schwarze Pädagogik. Dass die Seele jedes Kindes aus Vorinkarnationen ganz unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt, die es zu fördern gilt, und auch seelische Lernaufgaben, bei denen man ihm beistehen kann, das wird meist glatt unter den Teppich gekehrt. Doch läuft es in Indien dann besser? Nicht unbedingt. Die Essenz des ursprünglichen Hinduismus ist oft ein gnadenloses Kastenwesen, in dem die Krieger und die Priester, Brahmanen genannt, alle anderen Kasten möglichst störungsfrei zu unterdrücken versuchen. Karma und Reinkarnation kamen in dieser Religion ursprünglich gar nicht vor. Sie wurden erst durch erleuchtete Außenseiter, sogenannte Waldmystiker, in einer Art spiritueller Revolution dort hineingetragen. Doch die Brahmanen machten sich seinerzeit umgehend daran, die gefährliche neue Lehre zu verwässern und lächerlich zu machen, indem sie zum Beispiel unsinnigerweise behaupteten, ein Mensch könne auch als Tier wiedergeboren werden. Und wer sich nicht an ihre Gesetze halte, der müsse zur Strafe tausendmal zum Beispiel als Wurm, Spinne oder Motte auf die Welt kommen. Auch die vegetarische Ernährung, die die Waldmystiker mit bis heute großem Erfolg eingeführt hatten, versuchten sie ad absurdum zu führen. Sie selbst und ihre Kaste aßen zwar kein Fleisch, doch sie behaupteten, dies gelte nur für sie, aufgrund ihrer angeblich höheren Entwicklung. Alle anderen sollten ruhig weiter Fleisch essen, denn sie seien ja ohnehin noch nicht so weit wie sie. Es ging ihnen also nicht um das Wohl der Tiere, sondern es ging und geht um ihre Macht über die Menschen. Und so arbeiten die Priestermänner, die Gott, der Ewige, nie eingesetzt hat, zu allen Zeiten in allen Weltreligionen. Sie sind die eigentlichen Widersacher Gottes, Funktionäre des Götzen Baal, die zu allen Zeiten die Menschen beeinflussen wollen, um sie davon abzuhalten, Gott in sich selbst zu suchen und zu finden. Wer den Manövern der Priestermänner des Systems Baal auf die Spur kommen möchte, um sie zu durchschauen, der findet wesentliche Anregungen und Fakten dazu in dem Buch Die Baalszucht – Religionen und Gewalt gegen Mensch, Tiere und Natur. Auf 416 Seiten für nur 18,90 € zuzüglich Versand. Nähere Informationen finden Sie unter baalszucht.de. Bestellen kann man das Buch unter info@baalszucht.de oder Telefon 093 94 99 69 20.